Das Reeperbahn-Festival feiert in diesem Jahr bereits sein 18. Mal. Angefangen hat es damals ganz klein. Mittlerweile katapultierte es die Stadt Hamburg 4 Tage lang zum Hotspot der weltweiten Musikindustrie. Das Reeperbahn-Festival war am Mittwochabend noch nicht offiziell eröffnet. Schon lauerten Musikfans auf den ersten Musikakt. Oder chillten in musikbegeisterter Gesellschaft auf dem Spielbudenplatz. Denn hier gibt es auch gratis, also ohne das begehrte Festivalbändchen, Konzerte und Kostproben von Bands zu hören. Eine der kostenlos Bühnen ist zum Beispiel der Reeperbahn-Bus. Unmittelbar um die Ecke, auf dem Heiligen Geistfeld, findet sich das Festival Village inklusive der Fritz-Cola-Bühne. Auch hier gibt es unentgeltliche Konzerte. Bis hin zu Ausstellungen. Alle, die sich ein Ticket gegönnt haben, kommen eh nicht am Festival Village vorbei. Denn hier tauscht man sein Ticket in das begehrte Festivalbändchen um. Und dann kann es auch schon losgehen. 80 Bühnen erwarten 320 Bands aus 40 Ländern. Und das in Clubs wie zum Beispiel dem Mojo, Übel und Gefährlich, der Elbphilharmonie und unzähligen weiteren. Während des Eröffnungsakts im Stage-Operettenhaus hielt Claudia Roth, Ministerin für Kultur und Medien, eine flammende Rede. Nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für Zusammenkünfte wie diese. We need festivals such as the Reeperbahn. Wir brauchen Festivals, so wie das Reeperbahn-Festival. Besonders in einer Zeit, in der unsere Demokratie angegriffen wird von Rassisten und denjenigen, die das Gesetz verachten. The rule of law. Die Lieder hier auf dem Festival, unsere Songs, handeln von Freiheit, Selbstbestimmung, Feminismus, Trauer und Wut. Und das ist der Sound der Demokratie, den wir brauchen. Das ist der Sound, der uns ermutigt und uns in Zeit von Krisen, Konflikten und Krieg Kraft gibt. In difficult times of crisis, of conflicts and war. Für Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher ist es eine große Freude, die Hansestadt für die nächsten 4 Tage als die europäische Hauptstadt der Musik zu feiern. 4.500 Fachbesucher werden hier auf Nachwuchskünstler treffen. Musikbegeisterte finden jedes Genre, von Rock, Pop, Hip-Hop, Punk bis hin zu Jazz. Ich wünsche allen Gästen und Musikern tolle Konzerte, eine erfolgreiche Konferenz, eine tolle Zeit in Hamburg und eine schöne erste Nacht des Reeperbahn-Festivals 2023. Vielen Dank. All jene, die sich zu einem der 50.000 Besucher zählen dürfen, sollten bis Sonnabend Gelassenheit mitbringen, denn es wird auch zu unvermeidbaren Einlassstopps kommen. So mancher Geheimtipp könnte sich in der Szene schon rumgesprochen haben.